Guten Morgen, Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play The Escapists. Und ja, es ist jetzt schon ein wenig länger her und ich habe auch komplett vergessen, was wir machen wollten. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ich verstaue erstmal die Erde in der Kanalisation und die beiden Kellen kommen hier hinein. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir jetzt einen ganz tollen Plan ausgedacht, wie wir denn hier entkommen werden. Du hast nichts Gutes, Valentin hat auch nichts Gutes. Ich habe einen Holzknüppel, der bringt mir viel. Warum habe ich mir denn... Ja, ich werde untersucht. Sie stehen uns übrigens zu Diensten, das heißt, ich kann hier einfach mal weg schon mal. Ach doch, ich glaube, ich habe doch die ganzen Materialien unten in unserem Tunnel drin, kann das sein? Mir war so. Ich surfe jetzt erstmal noch ein bisschen im Internet, bevor wir dann zum Frühstück gehen. Jetzt wird erstmal unsere Zelle untersucht, aber wir haben ja nichts. In die Toilette gucken sie nicht. Was Illegales habe ich in den Schreibtisch nicht reingelegt. Und den Schreibtisch verschieben die auch nicht, zumindest nicht in diesem Level. Ja, wie gesagt, ich habe mir einen Plan zurechtgelegt und ich habe jetzt eine genaue Vorstellung davon, wie ich hier ausbrechen werde. Und ich hoffe, dass das klappen wird. Jetzt erstmal hier reingehen. Und noch ein wenig Frühstücken. Was möchte Rüdiger? Ein Magazin. Sehr gerne doch. Irgendwie leckt's heute. Ich weiß auch nicht, wo... So, wir haben Freizeit. Was haben wir für einen Job? Wir sind arbeitslos. Okay, damit kann ich leben. Gerade noch so. Ich muss erstmal gucken, was wir alles noch für Items haben, denn da stehe ich wirklich auf dem... Was ist denn das nur? Das ist doch sonst nicht so. Ja. Ah, okay, wir haben gar nichts. Das ist gut zu wissen. Willst du den mal ablegen? Danke sehr. Ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal ein bisschen an zu schaufeln, oder? Ich weiß zwar nicht, warum wir das machen, aber okay. Ich weiß wirklich nicht, warum wir das machen. Warum? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich will nicht im Tunnel ausbrechen. Ich grab nur, weil ich es kann, gerade in... Nee, ich muss es sein. Das hat keinen Sinn. Ich will nicht mit Tunnel ausbrechen. Ich nehme das Zeug mit und spüle das in einem anderen Klo runter, weil... Wie gesagt, ich habe meine Pläne. Vielleicht... Da oben habe ich auch nichts. Was habe ich überhaupt? Nichts Wertvolles für unseren Ausbruch. Hier ist Talkumpuder. Das kann ich schon mal ganz gut gebrauchen. Junge, jetzt hör doch mal auf rumzulecken. Was ist denn das nur? So, ich weiß nicht, ob es jetzt besser funktioniert. Ich habe mal eben aus dem Fullscreen rausgemacht. Jetzt hat uns der Typ hier aber entdeckt. Und deswegen muss ich jetzt rennen. Ich war's nicht, Officer Jens. Nein, ich war's nicht. Es ist Mittagessen. Die Freizeit haben wir sehr gut verbracht. Es ist einfach lohnenswert gewesen. Oh. TV-Fernbedienung und Mob. Und Glas. Glas gut, alles gut. Er braucht seine... Heiko braucht seine Kohlenhydrate, das wissen wir alle schon. Feuerzeug brauche ich. So schlecht ist es gar nicht, da hast du wohl recht. Okay, da fangen sie wieder an, sich zu prügeln. Hallo? Ich war's nicht. Zahnseide. Brauche diese Zahnseide. Ich brauche... Nö, brauche ich Holz? Brauche gar kein Holz. Brauche ich Holz? Nee. Ich brauche Zahnseide. Rennen! Ich war's nicht, Frau Salesch. Ich weiß alle Schuld von mir. Und jetzt wird hier noch ein wenig gerannt. Ich verstehe nicht, wenn man die ganze Zeit vor der Polizei abhauen muss, warum man dann über... Naja, die ganze Zeit ist auch schon wieder ein bisschen weit hochgegriffen. Wenn man halt vor der Polizei abhauen muss, warum muss man dann hier noch seine Geschwindigkeit dafür extra trainieren? Ja gut, es ist die Angriffsgeschwindigkeit, das sehe ich ein, aber...
Was hat es bitte mit der Angriffsgeschwindigkeit zu tun, wenn ich auf einem Laufrad bin? Laufrad? Nicht Laufrad, Laufband. Laufrad ist was anderes. Ich mach keine Witze. Nein, meine Witze sind eh schlecht, deswegen versuche ich gar nicht erst welche zu reißen. Die Frau von Officer W. Biggs hat gegen ihn eine Anzeige erstattet. Und die sind hier doch alle verrückt. Also wenn man das hier bis 100% macht, dann kriegst du irgendwann Arthritis. Keine Ahnung, für wen der sich hält. Du bist Sarazage. Hey, ja, bei Valentin. Next. Komm, hier, zwei kriege ich noch hin. Bleib da. Du verkaufst Klebeband. Eine meiner Lieblingswaffen, weil sie relativ easy zu... Okay, das bringt mir jetzt überhaupt nichts mehr. Jetzt bringt es mir noch was. So. Jetzt gehe ich duschen. Jemand hat übrigens in sein Waschbecken gekackt. Ich war es aber nicht. So, Glassplitter rüste ich mir aus. Der hat nämlich 4 von 5 Angriffspunkten. Und deswegen kann man den sehr gut gebrauchen. Hallo, Officer Robin. Na du? Wie geht's dir? Warum mache ich das gerade? Das hat überhaupt nichts gebracht, weil ich brauche ja eh erst Zeug für ein Kit. Wenn ich schnell genug bin, dann funktioniert die ganze Chose. Aber ich weiß nicht, ob ich schnell genug bin. Denn den Zellenschlüssel brauchen wir. Ich wusste gar nicht, dass Officer Robin den hat. So, den Zellenschlüssel. Das zusammenbasteln. Und den Schlüssel zurückgeben. Officer Jens, Hallöchen. So, wir sind wieder gesund. Also, nee, gesund sind wir nicht. Wir haben noch ein bisschen, wir sind noch ein bisschen angekratzt, aber... Aufgang. Wie, ich habe da drin nichts zu suchen, das ist meine Zelle, Kollege. Ja, wieder Polizeistaat, wie man sieht. Das Feuerzeug kommt da rein, die Zahnseide kommt da rein. So, was bräuchte ich? Ich bräuchte dieses Feuerzeug. Den Holzknüppel kann ich eigentlich wegnehmen. Die Kerze brauche ich nicht, die braucht man. Pfefferminzbonbons brauche ich auch nicht. Ja, Pfefferminzbonbons, Holzknüppel, Kerze, schiebe ich hier runter. Und ja. Ich bräuchte einen Kamm oder sowas. Irgendwas Tolles, was ich einschmelzen kann. Habe ich. Ja, einschmelzen kann ich. Und da haben wir Schlüssel Nummer 1. Den wir für den Ausbruch brauchen. Jetzt geht's zum Hofgang. Mal schauen, wie. Okay, die haben. Aua, aua, aua. Officer Robin hat mich entdeckt. Ja, ja, ich mach doch schneller. Ich. Ja, doch. Lass mich hier ran. So, noch ein wenig Stärke vielleicht hinzugewinnen. Cole hat's umgelegt. Naja, nicht so wichtig. Ich verstehe übrigens nicht, wenn die umgelegt werden, bleiben die da einfach liegen. Und wenn wir umgelegt werden, dann werden wir gleich in das Krankenzimmer reingeschippert. Das verstehe ich nicht, warum extra wir da reingeschifft werden. Aber okay. Ja, es leckt zwischendurch ab und zu trotzdem nochmal, aber es ist auf jeden Fall jetzt im Fenstermodus besser als im Vollbild. So. Und. So. Und der da. Und der da. Und ich bin zu müde. Was kann ich hier eigentlich alles für euch tun? Ja, den muss ich eh noch umklopfen. Officer Jens. Neubi hat noch ein Poster. Rüdiger hat noch Klopapier. Und Rüdiger braucht ein Magazin. Das Magazin, was ich dabei habe. Rüdiger, Rüdiger, Rüdiger. Das ist Heiko. Das ist immer noch Heiko. Hey Heiko, hör auf. So ein Quatsch! Das ist Officer Rocky. Officer Rocky hat die umgelegt. Na komm. Officer Rocky, geh! Ah, Valentins Poster. Sehr schön. Dagegen hat auch niemand was. Ja, ja, ich mach doch gleich. Ich muss einmal...
Na, Heiko. So, jetzt haben wir da schon mal das. Rüdiger hat noch das Klopapier. Rüdiger, Rüdiger, Rüdiger. Ich guck erstmal. Ich setze mich erstmal hin. Rüdiger, Rüdiger. Du bist Rüdiger. Rüdiger. Na du, ich habe gehört, du möchtest ein Magazin von mir haben. Da ist es gar kein Problem. Was bietest du mir? Ganz tolle Sachen. Alberto verkauft noch besseres Zeug. Olaf braucht einen Kamm. Den kann ich ihm natürlich bringen. So. Alles klar. Dann hätten wir den Schlüssel Nummer 1. Das ist schon mal ein sehr guter An... Schonnewitter weg? Okay. Naja, mach ich halt nochmal dran. Ich weiß gar nicht warum, aber ist mir lieber so. So, der Schlüssel ist da drin. Jetzt als nächstes. Einmal Teil Computer haben wir noch. Und ein Feuerzeug haben wir. Da war ja nichts drin. Wir brauchen auf jeden Fall noch Pfeilen oder sowas, wenn wir kriegen. Den Kamm nehme ich mir mit und die Zahnpasta. Zahnpasta wird wieder zum Kit gemacht. Feuerzeug und Kamm zu flüssigem Plastik. Robin müssen wir nicht mehr umklopfen. Da wissen wir ja jetzt inzwischen, dass der nichts mehr. Das ist eine Kammwaffe. Dass der nur einen Schlüssel hat, den wir nicht brauchen. Da ist auch nichts Wichtiges drin. Neubies Schreibtisch. Wir brauchen vielleicht noch Zahnseide. Ein Dodo Donut. Den gab es früher nicht. Es gab zwischendurch ein Update. Und jetzt gibt es anscheinend neue Items. Hallo Rüdiger. Heikos Schreibtisch. Gekochtes Essen, das nehme ich mir mal mit. Luxusklopper. Ach so, Rüdiger hat noch welches. Und Olaf braucht einen Kamm. Gut, dann nehme ich einen Kamm für Olaf mit. Olafs Kamm und Coles Rolle Klopapier. Und ansonsten haben wir jetzt nur noch den Kamm für Olaf und Officer Jens und Officer W. Biggs verprügeln. Das ist Draht. Draht, 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 Draht. Nee, Draht brauche ich nicht. Ich habe gerade überlegt, aber mit Draht kann man das, glaube ich, nicht machen. Ich kann ja gleich mal nachgucken. Ich habe alle Rezepte inzwischen, weil die sich ja irgendwie mit dem Singleplayer übereinstimmen. Das weiß ich nicht, wie sie das jetzt so genau machen, aber okay. Ja, alles ganz toll. Zaunattrappe, Seilrolle, Matthew, nee. Walltinte. Was? Achso, ja, das brauche ich eh nicht. Holzknüppel, Segeln, Timber und Bedsheet. Ich bin froh, dass das übersetzt wurde. Den will ich mir machen, den Sägefaden. Wenn es nicht anders. Ja. Den Sägefaden will ich mir machen. Es sei denn natürlich, wir würden einen brüchigen, also einen Schneider hinkriegen, der wäre mir noch lieber. Aber dafür brauchen wir halt mehr Items. So, Olaf, ich habe einen Kamm für dich. Bitte sehr. Mein Freund Olaf. Na, Officer. Los, Sari, du schaffst das, ich glaube an dich. Yeah. Eine Cat. Wow, die brauche ich ganz dringend. Ich muss einen Polizisten verprügeln. Ich muss gucken, ob da jetzt noch irgendjemand. Officer W. Biggs, du kommst mir doch gerade recht. Mitarbeiterschlüssel. Gut, brauche ich nicht. Kann ich da lassen. Oder obwohl, komm. Nee, ich habe nur noch dieses eine Kit. Ich brauche diesen Draußenschlüssel. Da tut es mir leid, aber ich brauche den Draußenschlüssel. Und ehe ich dann wieder extra nach Talcum-Puder suchen muss, Officer Jens. Wen muss ich noch verprügeln? Ich muss noch Officer Jens verprügeln. Sehr schön. Na du? Auf die Fresse. Ja, Errungenschaft freigeschaltet. Missachte meine Autorität. Arbeitsschlüssel. Ja, nee. Ich nehme einfach Next Poster. Und dann ist die... Nein, Officer W. Biggs, ich war es nicht.
So, Jens, Bix und Robin haben es also nicht. Dann bleiben eigentlich nur noch die anderen. Dann bleiben nur noch Jule oder Rocky. Mal schauen. Next hat ein Poster, das hole ich natürlich auch wieder. Jemand muss Olaf ordnen. Ja, Olaf kann ich... Ach nee, guck mal, wir haben so viel Geld, da muss ich Olaf jetzt nicht extra verprügeln. Du hast doch Talcomputer. Na gut, nehme ich trotzdem mal mit. Klebeband, das ist auch schon mal ein sehr guter Anfang. Aufregende Neuigkeiten für uns alle, hey! Er möchte uns allen ein Lob aussprechen, ich freue mich sehr. Und wir hatten es übrigens noch nie so gut, das wollte ich euch allen mal sagen. Und unerzogene Jungs kommen in Einzelhaft. Warum gehen die Dinger ständig weg? Naja. Nicht mein Problem. Das kommt alles da rein. Das kommt da rein. Das Zeug nehme ich mit. Und gute Nacht. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Ja, jetzt. Ich frage mich, wie viele Folgen wir noch brauchen werden, um auszubrechen. Jetzt, wo ich wirklich einen Plan habe, von dem ich weiß, dass er funktionieren kann, glaube ich nicht, dass es noch allzu lange dauern wird. Officer Jule. Na du? Ich war's nicht! Service-Schlüssel. Nein, das war der falsche. Schonnewitter. Ich werde schon wieder... Ich kann leider nicht mitkommen. Ich muss mich hier verschanzen. Ich kann mich nicht sehen lassen, weil sonst werde ich erschossen. Und da gehe ich lieber nochmal hoch auf 90. Okay. Anscheinend war ich dann doch beim Morgenappell, weil mich Officer Jule gesehen hat. Hallo, Officer Jens. Du willst mich ja immer noch verprügeln. Ich erinnere mich, da war was. Das ist aber völlig ungerechtfertigt, denn ich war es ja gar nicht. Ne? Das wissen wir alle. Officer Jule wird mich auch gleich wieder verfolgen. Ja. Ja, ja, ich... Aua, 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 jetzt werde ich wieder erschossen. Toll. Fuck the police. Lasst mich alle in Ruhe. Ich gehe auf erstmal auf Toilette. Neubi, hast du was Tolles? Nein. Robin, ja, ja, lass mich doch. Auf den Abweichler. Ja, Officer WBX will mich auch angreifen. Alles ganz toll. Olaf, hast du tolle Sachen für mich? Nur Holz. Normalerweise würde ich das sehr gerne mitnehmen, aber nein. Heute nicht. Gut, das heißt also für mich, es geht in die nächste Runde. Suche die Sachen, die du brauchst. Hier ist übrigens Neubis Poster. Was haben wir hier? Keine Gefallen mehr. Das ist sehr schön. Draht, nö. Schreibtisch von Rüdigers. Nein. Ja, ja. Ach nein, nicht schon wieder. Lasst mich doch alle in Ruhe. Lass mich. Ich war's doch gar nicht, Frau Salesch. So, jetzt. Schreibtisch von Rüdigers. Ich weiß, da habe ich gerade reingeguckt. Das war ein Test. Hilfe. Ich nehme die Tinte mit. Die Tinte, die Tinte, die Tinte, denn ich brauche noch eine Wärteruniform. Talcompuder. So. Olafs Schreibtisch. Hier ist nichts Wichtiges drin. Albertos Schreibtisch. Ist auch nichts Wichtiges drin. Mittagessen. Ich gehe gleich zum Mittagessen. Keine Sorge. Keine Sorge. Da ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Den nehme ich sehr gerne. Rein da, rein da und rein da. Officer Jens? Ja, ja, ja. Ich brauche nur noch Officer Rocky. Da habe ich auch nichts drin, was ich brauche. Leute, warum habt ihr denn alle nichts? Ja, der Typ hat gekochtes Essen. Ja, das nehme ich mal mit. Aber ansonsten... Die haben alle nichts, was ich brauche. Mimi. Und das sind auch nur noch die Teile hier, ja? Ja.
Du, lenk die Werte ab. Nein. Also das lenkt die Werte ab. Nein. Ich wollte eigentlich nur deine Quest haben. Lenk die Werte ab. Nein, ich lenk die Werte nicht ab. Vergesst es. Ich muss erstmal auf Officer Rocky warten. Officer Rocky. Rocky, oh Rocky. So, den Eingangsschlüssel nämlich. Ja, einmal das. 6 weitere Intellekt, die hole ich uns doch sehr gerne. Dann haben wir nämlich den Schlüssel. Wir brauchen dann noch Bleiche. 3, 4, 5 und 6. So, Rocky, komm, da lenke ich die Aufmerksamkeit gleich mal auf uns. Da ist das denn nämlich schon mal vorbei. So, jetzt den Eingangsschlüssel. Und da drinne. Das war unsere Zelle, hör mal. So, jetzt ein wenig... Warum mache ich das eigentlich? Das brauche ich überhaupt nicht mehr. Ich muss jetzt keine Leute mehr verprügeln. Allerhöchst... Nee. Ich bräuchte ein wenig Bleichmittel. Ich muss mal hier reingucken. Freunde, overall. Jedes Outfit und Bleichmittel. Ja, ich brauche eins von jedes Outfit und dann Bleichmittel. Und dann eine... Reicht dann die normale Tinte oder brauche ich da noch extra was? Da. Nein. Ich brauche Bleichmittel und einen Anzug. Aber der Anzug, der ist ja jetzt nicht wirklich schwer zu beschaffen. Gut, den Anzug habe ich. Ich glaube, ich hole uns lieber noch ein wenig Intelligenz. Nein, ich hole deine Sachen nicht wieder. Ja, ich glaube, Intelligenz könnte mir am besten gebrauchen von allem. 10 bringt gekochtes Essen nur. Gucke an. Ich dachte, das bringt ein bisschen mehr. Naja, nicht so schlimm. Immerhin 10, oder? Wenn ich so richtig drüber nachdenke, brauchen wir eigentlich nicht wirklich eine Polizistenuniform. Es ist nur sicherer damit. Deswegen würde ich die gerne haben. Oh, es ist ja eh gleich Hofgang. Deswegen kann ich auch mal damit 79% reingehen. Mensch, Freunde, ich brauche entweder 2 Zahnseide oder 2 Pfeilen. Und ein Bleichmittel wäre auch nicht schlecht. Walle?